Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, welches die erfolgreichsten Serien sind in Deutschland. Hier Netflix. Also hier haben wir Paw Patrol, All Quiet on the Western Front, The Grinch, Extraction 2. Das sind die Filme, die wir hier sehr schön sehen können. Hier auf der einen Seite und hier die erfolgreichsten Shows. The Rookie kenne ich, The Night Agent kenne ich, The Witcher kenne ich. Ja. Fangen wir jetzt besser nicht daran, darüber zu reden. Haben wir Wednesday drin. Also hier sind die Serien, die und Filme, die im letzten Jahr am erfolgreichsten waren in Deutschland. Hier von Disney: Grey's Anatomy, Modern Family, Familien Guy, The Simpsons, Criminal Minds, The Rookie wieder, The Mandalorian, Ahsoka und Loki. Sieht man sehr schön. Und hier bei den Filmen: The Elemental, Avatar, Frozen, Black Panther, Guardians, Avatar und so weiter. So wisst ihr, was ihr so verpasst habt auf Disney Plus. Hier noch das gleiche mit Amazon Prime. Gut bei mir, noch nie gehört. Harry Potter wird auf Amazon Prime auch noch viel geschaut. Dune, Fall, Batman, ja, Shogun. Und bei den Serien haben wir hier LOL. Ich kenne die Serie gar nicht. Muss ich mal schauen. Tom Clancy's The Reacher natürlich, Young Sheldon, Star Trek Picard, The Wheel of Time, Carnival Row, eine sehr schöne Fantasy-Serie, die leider nur zwei Staffeln hatte. Ja, dank lustigen C19 hat es da eine große Pause gegeben. Ja, sehr spannend.